18. Hallo und herzlich willkommen hier, der Merlin AK, Mr. Friendly und mit mir zusammen am Start hier bei Cyberlide V2, der Captain. Hallo. Und wir starten hier die nächste Mission, Kaiser-Friedrich-Museum und ja, wir sind bereit zum Kampf und wir hoffen mal, dass wir hier ordentlich was reißen können. Jetzt improvisierte ich. Wir hatten keinerlei Informationen, dass Schweiger zu uns gehörte. Das machte aus ihm einen potenziellen Helfer. Ich musste ihn finden. Nur ein Problem. Berlin war keine Geisterstadt mehr. Die Roten waren durch die deutschen Linien gebrochen und eine Panzereinheit war auf dem Weg dorthin, wo Schweiger gefangen gehalten wurde. Die Deutschen leisteten auf der Museumsinsel Widerstand und ich ließ sie gern verrotten. Aber ihnen zu helfen, den Vormarsch der Russen zu verlangsamen, war meine beste Chance, mir etwas Zeit zu verschaffen. Mein Plan war dreist, die Brücke mit einem Schuss vom Dach des Museums zu sprengen und die Panzer damit zum Anhalten zu zwingen. Dann könnte ich, während die Deutschen und die Russen es ausfechten, in die Stadt gehen und Schweiger holen. Das klingt doch definitiv machbar. Meinst du? Ich denke, ein paar Panzer. Logo. So, schau an, wenn neben mir sitzt der Captain. Hallo, Captain. So, aber mir fällt gerade auf, wenn ich das als... Warte. Wenn ich das als Singleplayer spiele, fängt die Mission ganz anders an. Das ist ja krass. Also da hinten auf der Brücke sind zwei. Und hier vorne im Gang ist direkt einer. Geht oder habe ich die falsche Mission ausgewählt? Wir können sie erstmal spotten mit dem Fernglas, weil da können wir sie markieren. Das kennst du, oder? Mit dem Markieren. Ja, ja. Der nächste. Da hinten ist noch einer. Das war auf M, dieses Bild, ne? Ne, das war die Karte. Auf welcher Taste ist denn das drauf gemacht, die Fernglas-Ding? B. Auf B. Guck, da oben die Drecksau. Hey, hat er sich da oben nice versteckt. Aber ich gebe zu, die Position kannte ich. Ja, da ist noch einer. Wo du das gerade mit den Snipern saß. Gott, wer hätte gedacht, dass wir so taktisch vorgehen können? Ja, gell? Und das, obwohl wir von der DZC sind. Die Sniper haben mich gesehen irgendwie. Wie der Sniper? Der rechts oben und der links oben. Beide haben mich gesehen. Das ist schlecht. Rechts oben weg. Aber die hier vorne, die Russen. Voll aufgefallen, wa? Weißt du, gerade weiß ich mir das Maul auf, wie taktisch wir sind. Hier wo sitzt noch ein Schuss. So, Heddy. Da ist irgendwo noch was, irgendwo so richtig. Kriegen alle ihr Fett ab. Oh, jetzt bewegt die Sau sich. Na komm her, komm vor. Und auch du bist nicht mehr in der Band. Schade, voll aufgefallen, ne? Ja. Das ist extrem ärgerlich. Bin mal runtergegangen. Gehen wir noch ganz kurz hier oben. Ja, genau. Ach Gott, ein Blatt. Ein grünes Blatt. Ein fucking grünes Blatt in dieser grauen Hülle. Noch ein grünes. Ja, schick mir die blöden grünen Blätter. So, ich soll hier auf dich fahren. Na, lauf hin. So, was machst du da? Sterben. Hey, die brauchen wir gar nicht mehr schleichen, weil die haben uns ja eh schon entdeckt, ne? Ja, gut, hier vorne haben sie uns entdeckt.
Ja, wahrscheinlich haben wir sie eh schon alle weggeholt. Oh! Wo kommt das her? Sehr schön, sehr schön. Oh, ich höre Stimmen. Ja, hier kommt einer. Linke Seite, ja. Zwei Stück. Das. Sehr schön, sehr schön. So. Ich meine, dass ich die Mission schon mal gemacht habe. Das ist total verwirrend. Ich höre russische Stimmen. Irgendwo hier im Gebäude vor uns. Du willst eine Pistole? Naja, die ist schon genommen. Nochmal hier links. Denk dran, wenn du ein paar Goldbarren siehst, nimm sie mit, ne? Ja. Links frei. Rechts ist auch frei. Ich glaube nicht, dass hier welche drin sitzen in so einer Ruine. Das wäre dann doch ganz untypisch für die Russen. So sieht doch meistens eher so eine Villa aus. Also vielleicht kommen die Stimmen gleich nochmal. Da ist es. Irgendwo links von uns. Ja. Hier vorne bestimmt in dem nächsten Haus. Gott, meine Frau hat die Waschmaschine angemacht. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht im Let's Play. Oh, ich bin direkt im Eingang. Kommt raus. Ja, zwei dumme, ein Gedanke. Wo ist denn der zweite? Tot. Also? Stand hier plötzlich auf der Straße. Hörst du die Waschmaschine laufen? Nee, ne? Nein, 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 hört man nicht. Keine Angst. Gut. Ja gut, die DS-Einstellungen sind anders wie für den... Fürs Aufnahmeprogramm. Also Leute, wenn ihr jetzt so ein Brummel hört, das ist die Waschmaschine. Es tut mir wirklich leid, aber meine Frau kam gerade, warum auch immer, auf die Idee, die Waschmaschine anzumachen. Ja, die weiß, dass du zockst. Ja genau, und die weiß auch, dass ich aufnehme und die weiß auch, dass ich ein neues Mikro habe, was extrem empfindlich ist und alles aufnimmt. Und deswegen macht sie neben mir die scheiß Waschmaschine an. Ey, verdammt, echt. Ich sehe keinen. Durchs Fernglas. Hier sitzt bestimmt einer. Die sitzen immer im Keller. Russen sitzen immer im Keller. Da sind Schatten. Krass. Guck mal. Zwei Schatten. Genau. Einer trinkt. Wodka. Oh, es spielt uns was vor, ihr Schatten. Eine Granate werfen? Oder so muss er... Wie sagen wir es? Ich sehe jetzt nur einen. Visierst du den mal an? Ja, habe ich. Oh, hier sind es vier. Ja. Sehen. Zwei, drei. Nice. Mit dem ist auch nicht gar nicht gewusst, wie jetzt geschieht. Links frei. Oh! Rechts nicht. Hat er dich gesehen? Zwei Stück an der Gabelung. Einer? Einer, okay. Der zweite kommt nicht? Der andere checkt's halt nicht. Mach Meuchelmörder von hinten. Hat schon ein bisschen viel Wodka gehabt, glaube ich. Wie es an dieser Stelle weitergeht und ob der Captain es schafft, den Gegner lautlos auszuschalten oder ob dieser Soldat noch rechtzeitig um Hilfe rufen kann, das seht ihr in der nächsten Folge. Und ja, dafür findet ihr
dort oder dort, mal wieder so ein Link und ein Button und einfach klicken und auch gefällt mir nicht vergessen und wer es noch nicht getan hat, noch abonnieren, damit ihr die nächsten Folgen zukünftig nicht mehr verpasst auf diesem Kanal. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, euer Mödin.